There's two things I've come to learn about Baron Corbin. He doesn't like people, and he loves to cause chaos. Some of the best observations you've ever made, Byron Saxton. Thanks, Corbin. So, das war das Match mit diesem Match. Das ist irgendein Match auf der Karte. Mal gucken. Generell, ich weiß nicht. Das war übrigens eben noch der alte Theme-Song von Baron Corbin, ne? Die wird aber der neuen? Ja, der hört sich ein bisschen anders an. Ja, aber von. Und ich find's krass, wie Baron Corbin hier aussieht. Ja. Ja. Doch schön alt. Aber ich find's jetzt. Hat er die Haare wachsen lassen? Aber weißt du, was ich krass finde, also das ist ja, die haben das ist ja irgendwie der Kurt Angle von 2006. Ich weiß nicht, warum die nicht den aktuellen reingemacht haben, weil der hat ja letztes Jahr eigentlich ein Match gehabt. Ja. Aber macht nichts, weil der hat immer noch die gleiche Frise und sieht immer noch aus wie Meister Proper. Ja. Alter, also, zieht den weißen Anzug an und. Das Ding ist, du hast jetzt einen Riesenvorteil, ich habe nur 3 Wrestlebacken. Und ich habe wie viel? 4. Ja, das Mikrofon steht im Weg. Aber ich muss sagen. Ich finde ihm das Match dumm. Klar, man hat es aufgebaut durch die Jahre durch den General Manager Zeugs da. Aber Baron Corbin ist aktuell nicht in der Lage, einfach Kurt Angle zu verabschieden. Ja, vor allem weil. Hätte man den noch ein Jahr aufgebaut, richtig krass dargestellt, dann ja. Du meintest das einfach nur irgendein Spaß, weil der hat jetzt in letzter Zeit alles verloren. Ja. Und ganz ehrlich, Kurt Angle, der verdient einen richtigen Gegner. Wie Cena? Cena wollten die Fans? Cena, ich weiß nicht. Auch für den Nostalgiefaktor, so. Ja, gut, ob Cena wirklich heute kommt, weiß ich nicht. Er hat zwar gesagt, er wurde ja, angekündigt. Safe für ein Match. Ob das wirklich passiert, ist dann die andere Frage. Und in welcher Form das Match passiert. Wenn es so ein Elias-Eingriff wird, so ein AA. Oder letztes Jahr, das kurze mit Undertaker. Ein You Can See Me, ein AA. Und ich finde, Kurt Angle sollte schon ein richtiges Match für sich als Abschied bekommen. So. Ja. Also mal gucken, was da jetzt rauskommt. Aber Cena in einem richtigen Match gegen Angle wäre cool gewesen. So. Allein schon, weil es Cenas erste Match gegen Kurt Angle hatte in seiner Karriere. Echt? Davon höre ich gerade das erste Mal. Du Spast.
Schön in den Arsch rein, ne? Ja, Alter, ich bin Kurt Angle. Deine Strapsenhose da, ey. Wenn du ein Wrestler wärst, wer wärst du am liebsten? Boah, schwer zu sagen. Da musst du entscheiden. Ich glaub Seth Rollins. Echt? Mhm. Aber ich wäre gern Triple H. Dann könnte ich dich nämlich feuern. Dann kommen wir wieder rein hier. Ja, dich mach das fertig. Oh Gott. Das war ja peinlich. Oh, Alter. Der, ich fand die Moves so scheiße. Die haben so viele Superstars. Ja, die jeder. Ja. Ja, das stimmt. NFT ist wirklich krass. Alter Junge, wie du mich gerade schon fertig gemacht hast. Naja, ich bin Kurt Angle, Alter. Was willst du denn? Das war ein Suplex, Alter. Suplex City hier. Komm, ich bin Brock Lesnar. Natürlich. Ohne Haare und klein. Oh, oh. Das ist ein lame Move. Aber ich hoffe, ich mag Kurt Angle safe. Ja, ja, ja. Das ist klar. Dadurch, dass das letzte Match ja, ist, das will ich nicht nämlich am Ende. Ja, aber dass er jetzt noch General Manager ist, das bleibt noch, oder? Vorerst. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das hat nämlich auch keiner angesprochen. Aber ja. Ich fänd's nicht schlecht, weil er ist blieb bei den Fans. Das war mein Siggi, Alter. Ich weiß. Er ist blieb bei den Fans. Ja. Ja, wobei, so ein bisschen frischer Wind. Oh. Aua. Und, naja. Also, ja. Alle anderen generell haben ja irgendwie eine Scheiße gebaut. Ja. Immer gegen, wegen irgendwas. Und er halt nicht bisher. Gut, er hatte letztes Jahr seine Probleme da mit Triple H da, für WrestleMania. Ja, gut. Aber das ist ja mittlerweile geklärt. So gewissermaßen. Ja. Er hatte seine Auszeit gehabt, wo er sich persönlich wieder ein bisschen aufgerafft hat, im Körperlichen. Aber, ja. Wusstest du, Mick Foley war ja davor General Manager, wusstest du, dass der nur noch ein richtiges Ohr hat? Nein. Das eine Ohr ist dem bei WWE Live in Deutschland abgefallen. Abgefallen? Ernst? Wie fällt ihm bitte schon ein Ohr ab? Nicht abgefallen, sondern der ist durch die Ringseile und dann ist er mit seinem Kopf da stecken geblieben, hing aber draußen. Also er wurde rausgeschleudert und hing da draußen, dann hing sein Kopf zwischen zwei Ringseilen, die sich verknotet haben. Oh, und das war halt an seinem Hals und der ist gewürgt, dann hat das eine aufgezogen, dann ist er durch diese Ringseile rausgerutscht. Sein eines Ohr hat er dadurch abgerissen. Alter, krass, das ist schon. Ah, cool. Cool. Ja. Geil. Ja, es ist noch zu früh. Das ist einfach zu früh. Kann. Du hast einen Finisher gekontert. Easy, du Alter. Du dumme Sau. Easy, Junge. Ganz kurz. Ich hab deinen Finisher gekontert. Ja, warte. Angle Slam ist... Ah, okay. Einfach weiter stehen. Oh, shitty, Alter. Jetzt aber, du dumme Bitch. Alter, ich bin Meister Proper, lass mich mal in Ruhe. Das ist zu einfach rauszukicken. Ups. Ja, so schnell kann's gehen. Ja, das war etwas schneller gedacht als geplant. Scheiße. Ja, es ist an der PC, es ist wirklich langsamer ein bisschen, finde ich. Ja, ich bin auf dem PC eben gewöhnt. Ups. Obwohl, das ist echt gut für mich aus. Naja, ärgerlich. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so aufgeht in Wirklichkeit. Nein. Wird's eh nicht, aber trotzdem. Ah, wer weiß, wer weiß. Ich glaube nicht. Die machen oft irgendeinen Scheiß, wo man denkt, das wird nicht passieren, dann passiert's. Willst du mich verarschen? Natürlich. Wenn der gewinnt, wird er bitte das safe machen. Das ist Baron Corbin. Wo bin ich eigentlich? Eigentlich bist du immer hier hinten. Ah, nee, du liegst ja da unten immer. Och, Corbin. Runter mit dir, komm. Nimm dich du mal. Das Ding, ich sehe mich selber nicht, das ist halt... Was ist das denn?
Weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach schon abgehauen. Ach, da bin ich. Ich kann mich nicht mal dagegen wehren. Natürlich kannst du es nicht. Ja, cool. Hat er eigentlich einen Tischfinisher, Baron Corbin? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Komm, jeder hat einen Tischfinisher. So. Die haben jedem Tischfinisher in dem Spiel gegeben. Naja, egal. Ich mach ihm einen. End of Days. Oh, wird er auf den Stuhl nähen? Nee. Nein, hat er nicht. Für die Rache. Ich hoffe, dass es kein General Manager ist. Acting General Manager, was denn? Die Crowd ist ja auch richtig dabei, hast gehört, wie sie gejubelt haben. Ja, das Match war kacke. Stimme ich zu.